Moin Leute, ne? Herzlich willkommen zum heutigen Stream. Heute streamen wir wieder mal Zelda. Und bei Zelda geht natürlich wie immer, ich will keine Spoiler sehen. Das gibt einen Insta-Bann, sowohl für YouTube als auch für Twitch. Tipps will ich nicht so bedingt sehen. Ich will das Spiel selber erkunden. Und ja, wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Da sind wir durch den Tunnel zu Schloss Hyrule gegangen. Und sind jetzt immer noch hier unten. Also ich habe keinen Meter weiter gespielt. Bei dem Punkt. So, bin schon gespannt, was wir hier noch am Ende des Ganges finden. Da haben wir ja letztes Mal aufgehört, wo ich durch das eine Gitter durchgesprungen bin. Nein. Aua. Böse. Oh, hinter mir schleicht sich der. Stimmt ja, der hat mich auch letztes Mal oben gebracht. Da war ja was. So, du dumme Echse. Danke für den großen Boomerang. Nein. Ich wollte gerade sagen, gib mir das. Hui! Warte, den muss ich einmal ablegen. Ich habe kein Foto von dem großen Boomerang. So, da würde ich gerne was Schönes dran packen. So, was haben wir hier in der Kiste? Eine Ritterhelebarde. Können wir mit der anderen verbinden? Und nicht das Fass. Warum hat er jetzt ein Fass genommen? Ich wollte das da. Lanze an Lanze funktioniert ganz gut. Das habe ich schon gelernt. So, und ein Soldatenbogen. Ich könnte ja auch mal eben kurz ein Feuerchen machen. Ah, würde sich eh nicht lohnen. Und was kochen. Diamant. Gut, dass ich erstmal geguckt habe. Hallo. Ja. Ah. Hallo Nobiro. Das freut mich. Danke, dass ich hier frei rumrennen darf, wie ich lustig bin. Hätte ich zwar sowieso gemacht, aber danke, dass ich die Erlaubnis habe. Okay, der Untergrund zu Schloss Hyrule wäre aber damit dann, glaube ich, offiziell fertig erkundet. Kann ich ja nochmal zum Spähposten zurück, was ich letztes Mal noch tun wollte.
Ich kann ja bei der Gelegenheit auch gucken, ob ich eventuell bei Maronus, der da hinten steht, auch ein Upgrade für meine Tasche holen kann. Hallo, Joscha. Wie, nicht verstanden. Diese Nauschrift. Man sieht sie sogar vom Spähposten aus. Ich glaube, er will aber was anderes machen. Keine Sorge, ich will dir deinen Job nicht wegnehmen. Ja, bin ich sofort bei. Der Tempel im Untergrund. Ja, ich folge dir doch schon. Wage, erinnere ich mich. Yay. Ja, das ist ein schönes Bild. Hey Rita, du müsstest mich doch kennen. Ach du Arme. Ach, kriege ich jetzt das, was auf so einem Tisch liegt? Ja. Okay, ein weiterer Tempel auf unserer Liste. Wie viele Krogsamen habe ich denn gerade? 7. Ich glaube, ich brauche 8 fürs nächste. Ja, 8. Bei der Bogentasche sind es 17 und bei der Schildtasche wahrscheinlich auch so 10. Ja, ich brauche eh mindestens ein mehr. Ich hätte gerne einmal den Reißer übrigens. Verkauft jetzt das Orni-Gewand. So, wo wollte ich letztes Mal als nächstes hin? Dahin, zum roten Punkt. Ich erinnere mich. Ich erinnere. Da ist nur ein Lager von diesen Biestern.
Ist das da hinten eine Leune? Da hinten ist eine Leune. Das waren ganz krasse Gegner im ersten Spiel. Danke für das prächtige Foto. Aua. Aua. Eine andere Waffe. Aua. Ah, ich hab dich geblockt. Den Arsch. Aua. Ich will erstmal meine schlechten Waffen verbrauchen. Das war daneben. Los nochmal. Ich hab keine Angst vor dir.
Oh, eine Leuten-Waffe wird bestimmt ultra krass. So hart wie der Kampf ist. Aua. In deine Visage. Du gehörst jetzt mir. Ich hab ihn bestiegen, Leute. So, jetzt aber. Er ist down. In der einfachen Soldatenlanze hat er mich bekämpft. Ein Leunenhuf. Oh, aus beiden Hörnern kann man was machen. Ein Leunenbogen. Die sind immer schön im Inventar, weil die dreifach Pfeile verballern. Ein Säbelhorn und ein Massivhorn. Gespannt, wie viel Angriff gehabt ihr habt. 18 und 22. Oh, jetzt bräuchte ich eine gute Waffe zum Dranpacken. Wenn nicht an den Zweihänder. Den Zweihänder will ich eigentlich, wenn Äxte und so weiter packen. Oder das da. Komm, ich mach mir einen neuen Hammer. Und solange ich nichts für die Lanze da habe. Besser als gar nichts. Aber hey, unser erster Leune, den wir platt gemacht haben. Ein majestätischer Fuchs. Ich nix. Ich will nur einen von euch besteigen. Verdammt, warum könnt ihr mich denn verstehen? Hey, böse. Ach komm, besser als nix. Gern geschehen. Ah. Ja. Ah. Hm. Hm. Ah. Ab, dann kann ich ein Schild auf deinem Rücken fotografieren.
Und wenn man was Falsches denkt, ich habe nur die Klinge im Fokus. Wenn irgendjemand pervers jetzt gedacht hat, dann ist er selber schuld. Oh, da ist ein Brocken runtergekommen. Kann ich wieder nach oben schicken. Kommt man an lustigen Orten raus. Bin gespannt, wo ich rauskomme. Der führt tatsächlich mal überhaupt irgendwo hin. Na gut. Der Hunakita-Schrein. Transportart. Och, nö, nicht schon wieder. Was mit Kugeln? Die machen mich immer ganz frustriert. Okay. Ich will darüber, habe ich gehört. Ist das soweit richtig? Kugel will da drauf. Okay. Größte Frage jetzt schon, wo ist hier eine versteckte Kiste? Warum kriege ich hier zwei Bretter? Ja, einfach nur damit die Breite ist. So, da sehe ich eine Kugel. Eine Kiste. Verstehe ich das richtig? Ich will das da vorne hinsetzen. So, sollte so doch passen, oder nicht? Wow, ein Konstruktbogen mit kaum Kraft, aber viel Haltbarkeit. Wow, du wirst mir einen Scheißtrick bringen. Gib mir einen neuen Bogen mit derselben Fähigkeit. Da können wir nochmal drüber reden. Kann ich das Zeug einfach runterschmeißen und es spawnt wieder? Ja. Ich verstehe nämlich, wie das jetzt funktioniert. Tschüss. So, und die Kugel ist da, wo sie hingehört. Das war easy. Die Kugel bewegt sich auch teilweise schon von alleine in die Richtung, wo sie soll.
Damit hätten wir ein weiteres Segenslicht. So, hier den Teleporter habe ich jetzt. Aber ich war noch nicht in dem Loch da drin. Das würde ich jetzt gerade auch nicht ändern. So, ich würde gerne hier den Untergrund suchen. Und dann eventuell die große Feder freischalten, dass wir alle Feen haben. So, einmal den Turm nutzen, in die Lüfte schießen. Holen wir uns den Turm aus der nächsten Gegend. Kann es mir leicht machen. Leiter. Okay, muss es mir doch anders machen. Ach guck mal, da liegt sogar direkt ein Gleiter. Ich glaube, ich bin nicht auf die Weise hier, wenn man dort sein sollte, oder? Nee, warte, hier den Schrein habe ich mir gar nicht gegönnt bisher. Kein geheimer Schatz, der vergraben ist. Rakete. Auch eine Rakete. Ach gut, die sind ganz gut zum Hochkommen, ne? Wenig den Scheiß-Konstruktbogen weg damit. So, ich gönne mir mal beide Raketen. Lege nicht in meine Richtung, glaube ich. Let's go. Möge die Reise beginnen. Ist viel zu schwer. Da muss ich noch mal machen. Ich glaube, dann hätte ich eine Batterie dran packen müssen. Egal, holen wir uns erstmal den Turm. Dafür bin ich ja gerade hergeflogen. Kann ja nicht immer alles nach Plan laufen. Erstmal, dass ich einen Gleiter lenke.
Das Lenkrad ist ganz gut an dem Gleiter. Hi. Hi Nachbar. Fliege mal an Ihnen vorbei. Na schön, solange es gehalten hat. Da unten läuft so ein Biberrock. Oh, und da ist eine Geldmaschine. So. Ah, ich sehe schon irgendein Höhenrätsel. Muss ich hier schon wieder mich durchsprengen? Wie beim letzten. Ich habe doch gerade erst sowas hinter mir. Wie kannst du mir sowas nur antun? Brauche ich nur eine Blume oder drei? Nur eine. Und sprengen trotzdem deutlich mehr. Besseres Foto. Nichts mit an Decke kleben. Komm, lass mich Kiste öffnen. Ein Goshin-Schild. So sprengt man Wände auf. Ja, ich krieg ja wieder hier Hämmer zur Verfügung gestellt, ne? So, der Weg ist frei. Okay. Ich habe gerade ein bisschen mehr erwartet. Ist ja fast gar nichts. Was für eine Enttäuschung. Ja. Hallo, ja, will ich. Ach, du willst nur ein paar Pilze? Oh. Ich kann ja auch so machen. Ich gehe jetzt noch mal in die Höhle wieder rein. Vernichte den Biberrock da einmal ganz kurz.
Aber sonst nichts, woran ich es anpacken kann. Habe ich noch mal einen guten Hammer jetzt? So, da war der Höhleneingang. Mein Plan ist es, mich genau unter den Turm zu stellen und dann einfach mit dem Deckensprung in den Turm reinzugehen. Wahrscheinlich ist das auch der gewollte Weg. Viel besser. Ich sehe, was dahinter. Hi. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür man die Dinger braucht, ne? So, laut Karte stehe ich jetzt genau mittig unter dem Teil. Bin drin. Wunder, dass die nie aufgeht. Ja. Gern geschehen. Danke. So, dann aktivieren wir mal das Drecksding, ne? Ab in die Lüfte mit uns. Und ein weiterer Teil der Karte ist aufgedeckt. Und unglaublich viel vom Himmel. Ich suche gerade, wo hier Emmens Insel zum Landen ist. In der Nähe. Also in meiner Nähe offenbar schon mal gar nicht. Ich muss ja dann den Schrein hier oben direkt mitholen, ne?
Okay, hier will wieder ein Stein geholt werden. So, wo ist denn der Kristall? Und vor allen Dingen, was kommt da aus dem Teil raus? Das interessiert mich am meisten. So, ich brauche einmal die Energiedinger. Wo habe ich sie? Habe ich keine mehr? Ich habe doch gerade eben welche eingesammelt, oder nicht? Schon sagen. Und was kriegen wir? Die Sprungfedern. Kanonen. Wieder Bomben. Sonst noch ein Gleiter und das andere Ding. Ich würde ja mehr reinwerfen, aber ich habe nicht so viele Sonaudinger. So, in welche Richtung ist denn jetzt das Ding? In der Richtung. Okay, hier ist nix. Aber zumindest ein bisschen Wasser auf. Oh, die Sonnenflecken, die kann ich immer gebrauchen. Die sind ganz gut für den Untergrund. Ein paar Eier für mich. Da waren die Vögel aber mal wieder nett zu mir. Mir einfach mal eben so eine Köstlichkeit zu spendieren. Kriege ich das Scheißding denn jetzt darüber? Oh, und ich sehe, dass da unten eine Kiste hängt. Irgendwo ist doch schon wieder so ein Drehding. Da oben. Da könnte es sein. Feuer frei! Oh. Eine Maxi-Rübe. Die macht sehr viel an Herzen, wenn man sie kocht. Dazu ein, ich habe noch nie Eier fotografiert. Okay, die müssen noch nicht fotografiert werden. Die denken sich, dass sie nicht fotogen genug sind. So, wo ist denn der Drehmischschalter?
verdammt, ich habe die normale Maxi Ruby jetzt nicht fotografiert. Okay, hier ist ein Kork, merke ich mir. Damit verziehe ich mich wieder nach unten. Ach, unten, ne? Wo ist denn jetzt das Drehmich-Ding? Wieso hat er die nicht gefangen? Ich habe das zigtausendmal gedrückt. Die wird schon respawnen. Was ist denn jetzt das Ding zum Drehen? Da ist der Drehmechanismus. Das wäre schon mal geklärt. Jetzt müssen wir aber noch. Jawohl! Ich wollte jetzt gerade sagen, wie du fährst runter. Eine alte Karte! Irgendwie ist den Kristall dahin, wo der hingehört. Ein weiterer Schrein. Was kriege ich Schönes? Eine große Sonau-Energiesphäre. Das, was ich mir schon immer selbst bei den Würsten gewünscht habe. Noch einen Schrein und ich kann meine Ausdauer wieder erhöhen. Nur gucken, was hier ist. Auch mal nichts Interessantes. So, von dem Turm aus jetzt zum anderen Ding. So, jetzt kann ich das Rätsel hier nachholen. Oder? Nee, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Aber ich kann von hier aus doch einen Gleiter nehmen. Von hier oben aus auch den Turm suchen. So, in der Richtung. Da. Ist ja richtig viel weiter weg.
Abmarsch. Den Krog. Das Ding würde eh jetzt gerade zerbrechen. Warum war ich nicht so schlau und hat die jetzt fotografiert? Hallo, Krog, erscheine. Ein neuer kleiner Freund. Los geht's, Geschwindigkeit. Um Gottes Willen. Wer hat denn hier den Gärtner gefeuert? Okay, ich sehe das Problem hier. Wegen dem Regen kann man den Turm nicht betreten gerade. Und hier in der Gegend ist Dauerregen. Vielleicht kann ich es auch sprengen. Ja, das hat ausgereicht, um ein Feuer zu entfachen. Aber leider löschen sich die Flammen. Vielleicht, wenn Dauerbrand drauf ist? Scheint zumindest zu funktionieren. Muss ja nur reinkommen, ne? Wenn ich mich hier einmal hin teleportiere, werde ich Schmerzen haben. Dann habe ich einen Dorn im Ass. Zum Abschuss. So, wir haben einen riesigen Teil gerade aufgedeckt. Ich will mir jetzt aber eigentlich die andere Fee noch gönnen heute. Und nur aufdecken. Damit ich mich hier auch ein bisschen sehen kann. Irgendwie muss man wahrscheinlich da, den Wasserfall da gefrieren lassen. Oder es gibt eine Fähigkeit, mit der man den hochschwimmen kann. Kann ich mir auch noch vorstellen. Wunderschöne Tomaten. Und ein Rüstling. Seiner natürlichen Umgebung. Meisterhaft, wie er da sitzt. Wir werden gleich einen Blutmond erleben.
seine allerschönsten Pracht. Und da ist mein Erzfeind. Das Huhn. Die sind irgendwie immer so aggressiv auf mich. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Ich weiß gar nicht, warum die Dinger immer aggressiv auf mich sind, sobald sie mich sehen. Es ist so, als ob sie einen Hass auf mich riechen können. Sie denken sich, oh, da ist ein Scheiling, den verdrischen wir jetzt. Was haben wir denn da für ein Gericht? Hi. Oh. Danke für den Stallpunkt. Ah. Ah. Hm. Wo ist denn unser gefiederter Freund? Der hockt doch an jedem von den Dingern, oder nicht? Piraten. Oh. Oh, das Problem kann ich lösen. Ja, ja. So, wir müssen jetzt den letzten von dem Ensemble hier suchen, ne? Ja, ich will sie finden, damit ich meine Ausrüstung aufs Maximum boosten kann. Wo ist denn Beats? Beats mit seinen Beats. Aus Kakariko. Ich meine, Kakariko war doch hier. Soll ich da hinreißen? Aber erstmal sollte ich den Schrein hier in der Nähe einmal aufsuchen, dass ich mich hierhin teleportieren kann. Wo ist hier der Schrein? Warum sitzt er da oben? Eine Heugabel. So majestätisch. Und das Foto wurde natürlich nicht gewertet. Es wurde mal wieder nicht gewertet. Endlich. Sitzt du hier oben? Ja, sie wurde entführt? Ja. Bestimmt jemand, der hier einfach nur ähnlich sieht. So,
aber ich suche gerade was anderes. Da ist die Knolle. Aber ich suche den Schrein, der hier in der Nähe sein müsste. Ist hier auf jeden Fall ein Krog, der Hilfe braucht. Bisher war immer ein Schrein in der Nähe. Ach, da oben war oben denn da. Oben. Ach gut, helfen wir erstmal dem Krog hier. Wo ist denn dein Freund? Da hinten. Aber den Plan. Volle Kraft voraus. Einmal kurz stehen bleiben. Ein Notfall. Oh, das muss auch schneller gehen. Oh. Naja, zumindest kommt er seinem Freund näher. Passt schon. Ihn gerade ins Universum gejätet haben, vergessen wir mal. So. Ist zu Hause. Man muss dein Freund denn noch so ewig weit weg sein? Jetzt nah bei Kakariko? Nee, ihr habt mich sogar noch weit davon entfernt. Ich hätte zuerst den Schrein holen sollen. Ich pack jetzt die Turbo Booster dran. Viel dazu. Teil muss doch davon erlöst werden, oder nicht? Hat funktioniert! Ich dachte mir, das muss man doch bestimmt mit Gewalt herausziehen. Wo ist meine Rakete und der Stöpsel hin? Das hat 10 von 10 funktioniert.
habe ich die Möglichkeit, hier einen Deckensprung eventuell irgendwo zu machen. Ja, wenn dahinter ein hinter dem Wasserfall eine Höhle ist. Warum ist der Schreiner so verdammt weit oben? Also kein Vergleich im, zum vorherigen, da waren sie ganz auf dem Berg. Bei Breath of the Wild, da muss man wirklich den ganzen Berg hochkraxeln. Und man muss das sogar beide gleichzeitig machen. Also da waren zwei oben. Kampftechniken, Schild. Ich weiß, wie man mit einem Schild umgeht. Funktioniert nicht mit jedem Geschoss. Was für Schilde liegen denn hier? Dafür extra einen Schein. Die Stäbe nehme ich gerne mit. Hab eh Inventarplätze frei. So, und wenn die Schilder jetzt so schön aufgereiht stehen, kann ich schöne Fotos von denen machen. Dafür hätte man doch nicht in den Tempel extra machen müssen. Massiver Sonanium-Schild 50. Gerne. Der ultimative Schild bisher. Natürlich, wenn ich den Hylia-Schild habe, der mit unendlich Abwehr, der niemals zerbricht. Ich habe gerade erst gemerkt, dass ich den Avatar eine längere Zeit nicht wieder ins Bild gepackt habe, seit dem Turm wahrscheinlich. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Jetzt muss ich nur dahin. So, wir machen Kombinationsarbeit. Ein eigenes Luftschiff. Das wird nicht lange halten. Aber wir haben ja noch Plan B. Aus Plan B nur suchen gerade. So kann man auch gut Distanzen überbrücken. Nur ist mir, glaube ich, gerade ein bisschen warm.
Da müsste ich eigentlich auch direkt einen Schrein machen. Oh, was ist da denn runtergekommen? Mit ein bisschen Glück komme ich genau dagegen. Alter, was ist denn da runtergekommen? Okay, ich sehe hier schon mal den Schrein. Den holen wir uns als allererstes. Da hinten ist Hölle. Ich wollte keinen Windschuss machen, ich will nur in den Schrein. Auf und ab, hin und her. Ja, das geht kreuz und quer. Mit einer Bombe muss ich arbeiten und mit einem Stehaufmännchen. Ne, mit zwei Stehaufmännchen. Bewegt sich so ganz leicht. Ah, ich verstehe schon. Ja, genau so, wie ich es haben will. Vielleicht schiebe ich es ein bisschen nach hinten. Weil das bewegt sich ja so ganz langsam nach vorne. Danke, Freunde. Danke, dass ihr bewiesen habt, dass meine Höhle nicht leer ist. So, wieder dieses Stehaufmännchen. Und dann sehen wir doch dasselbe wie jetzt gerade. Einfach so. Peaks. Nee, warte, diesmal muss es ja komplett kerzengerade stehen. Das verstehe ich sofort. Aber vorher will ich mich offenbar da hochkatapultieren, wie ich es gerade sehe. Hui! Hab gerade so im Augenwinkel die Kiste gesehen. Feenwasser, oh lecker. Kugel mache ich für den Abflug bereit. Feuer frei! Dasselbe mache ich jetzt, glaube ich, mit mir. Hui! Gerade rechts setze ich, um der Kugel beim Landen zuzusehen. Ich habe ein gutes Gehirn. Es ist mal zu was nütze. Und ich weiß auch direkt, wie ich das verwenden muss. Wow, fliegt man weit. Das ist cool, das Tool.
So, jetzt kann ich mich hierhin teleportieren. Wir werden uns jetzt nicht großartig in dem Dorf umschauen. Wir suchen nur den Trommelheini. Wir können uns in Kakariko wann anders umgucken. Obwohl, eine Sache würde ich schon gerne einmal kurz besuchen. Mich in den Laden der Kleidung verkauft. So, wir suchen den Trommler. Eventuell sollte ich nochmal zurückgehen und mir die Info nochmal anhören, wo der überhaupt steckt. Aber erst gönnen wir uns die Kleidung hier. So, die Schleichausrüstung. Es gibt auch mal noch einen Leuchtanzug, der ultra teuer ist. Alter, warum kostet das alles 5000? Ach, deswegen. Kann ich den Ton, um deiner Oma zu helfen? Und kaufe ich dir gar nichts ab. Da ist ein Schildtyp, den suchen wir aber nicht. Wir suchen den Trommelheini. Also eine ganz verwegene Idee. Mehr brauche ich ja nicht, ne? So, sollte halten. Wo ich eigentlich immer noch den Trommelheini suche. Held. Aber ich hätte nicht gedacht, dass dieses Stehaufmännchen das Ding so eskalieren lässt, ne? Sich das dann einfach durchdrückt. Ach, danke dafür. So, wo ist unser Trommler? Ich höre Trommeln. Das ist ein gutes Zeichen. Da ist er. Komm her, du Lümmel. Was tust du da? Wie viel Honig habe ich? Ernsthafte Frage, wie viel Honig habe ich?
Wo ist der Honig? Oder habe ich überhaupt gar keinen? Ich habe nicht einen einzigen Honig. Jetzt soll ich im Norden von Kakariko in der Nähe des tiefen Abgrunds nochmal nach Bienen suchen. Ich mache mir mal hier ein Sternchen, damit ich weiß, dass er hier ist. Jetzt darf ich hier hinten den Honig holen. Jetzt bekam ich einen Tipp, wo ich den Honig herbekomme. Als ob ich die Leiter hochkletter. Okay, die Bienen muss man nicht fotografieren. Aber können ja ruhig trotzdem mit aufs Foto. So, einmal noch. Wo haben wir hier noch einen Honig rumstehen? Da hinten sehe ich noch mal Honig. So, danke dafür. Dann jetzt wieder in die Richtung zurück. Ich mach's mir leichter. Guckt mal, da fliegt mein Gerüst. Wo es wohl landen wird, das weiß keiner. So, hier, ich hab deinen dummen Honig. Rubine, du bist aber freundlich. Hey. So, es geht definitiv schneller, wenn ich mich einfach hin teleportiere. Endlich ist das ins Horn komplett. Ja, ja. Gern geschehen. Ja, ja. Rahu. Klingt doch gut. Ja. Natürlich bin ich deswegen hier. In die Brücke, dass sie repariert werden muss. Ah. Ja, ja. Ja, ja. Ja, natürlich. Ach, diesmal haben sie es selbst schon nicht geschafft, oder wie? Nein.
Ah. Dann machen wir doch einfach ein Amphibienfahrzeug draus. Jetzt ist es ein Amphibienfahrzeug, Leute. Ja, ja. Jo. Nur weil die da drin liegt, die. Nicht dein Ernst. Ja, ja. Klappt. Oi. Ja, ja. Ja. Die letzte Fee. Oh, wie schön das klingt. Moin, wie geht's denn so? Endlich haben wir dich auch mal wieder. Jahoho! Die letzte Fee wurde gerettet. So ein schönes Lied, ne? Aber da war irgendwie so ein Typ, der einfach kurz drüber gelabert hat. Oh, lecker. 100 Rubine. Ja, ja. Gern geschehen. Ja, ja. Geschehen, ne? Ja, ja. Der Name ist schön. Kann ich mir vorstellen, dass es da drin stickig war? Keine Sorge. So, ein bisschen Maximum kann jetzt verbessert werden. Das macht mich glücklich.
So, wir können die beiden Untertage-Dinger verbessern. Ah. So, ich verstärke einmal die Hose. Ja, beim letzten Mal hing ich ja da im Bild. Er ist so unschuldig. Neun Riesenleuchtsamen mehr. Und ich könnte das aufs Maximum verbessern. Man braucht 3 Diamanten dafür. Das ist doch bescheuert. Aber dann ist die halt auf Maximum, ne? Ah. Gut, dass ich keine der Diamanten bisher irgendwo verwendet habe. Mal beim Video Zeug gucken. Da bräuchte ich ja als nächstes Moblin-Herze. Okay. Den restlichen Kram, den ich bräuchte, um Sachen aufzubessern, habe ich logischerweise nicht, ne? Ich könnte noch ein paar Riesenleuchtsamen sammeln. Hätten wir die 4. Stufe von der Hose. Und das eine Kleidungsstück, was richtig viel Abwehr dann bringt. Die ganze Familie ist gerettet. Ich kann jetzt an jedem Feen-Ding meine Ausrüstung aufs Maximum ausbessern. Je nachdem, wie ich es kann, werde ich das auch offscreen teils machen. Oder onscreen, je nachdem. Ich kann ja am Ende jeden des Streams einmal bei einer Fee vorbeischauen und gucken, ob ich noch was aufbessern kann. Aber Leute, ich würde sagen, das war's es dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dem Stream. Wir haben jetzt alle Feen gerettet. Und haben ein paar Türme freigeschaltet. Ich glaube, es sind auch nicht mehr viele übrig. Oder? 4, 5. Wir haben 6 noch vor uns, wenn ich es richtig zähle. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir schon geholt. Ja, wir haben mehr als die Hälfte. So Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da auf YouTube oder auf Twitch. Und ich würde mich an der Stelle dann zuallererst von YouTube verabschieden. Euch noch einen schönen Tag